Ja, neue Parteien erhoffen den Wahlerfolg für Aussagen, die man zusammenfassen kann mit: Wir wollen Gutes, können aber nichts Konkretes. Reicht das? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, das reicht für 0,5%, denn da die Wähler sind es leid, dass irgendwelche Leute gute Absichten bekunden. Sie warten auf konkrete Lösungen, die technisch funktionieren können und die auch wirklich dann die Massen begeistern können. Ja, und dann müssen wir heute auch, weiteres Tagesthema, eben auch über das Lobbyist-Widerwillen-Konzept sprechen. Ja, wir müssen uns klar sein, gerade eben wieder eine Mail bekommen: Natürlich müssen wir uns gegen jede Form von Expertokratie wenden, gerade weil wir, ich lese mal vor, was ich gerade geschrieben habe, es müsste ja noch da sein, ja, da ist es. Ich stimme zu, und gerade weil wir nextscientistforfuture.de Experten sind, warnen wir vor jeglicher Expertokratie, denn oft sind Experten Lobbyisten. Experten müssen genutzt werden, aber immer auch hinterfragt werden. Wo sind sie eventuell Lobbyisten bestimmter Sparten der Gesellschaft? Bei den Next Scientists und Weltrat der Weisen ist das die ständige Selbsthinterfragung. Wo ist mein Kopf eventuell immer noch infiziert durch vorteilbringende Irrtümer oder vorteilbringende Ideologien irgendwelcher Sparten, besonders auch der eigenen? Also wo ist mein Kopf infiziert durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, sozusagen? Das ist die Schlüsselfrage. Also ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen guten Politiker. Ne? Diese Selbsthinterfragung ist das A und O, und zwar auf die eigenen vorteilbringenden Ideologien, besonders der eigenen Sparte. Ja. Aber das Problem gilt auch für jeden Laien, denn meist ist der Laie ein Lobbyist wider Willen für bestimmte Sparten, Opfer von manipulativen, vorteilbringenden Ideologien bestimmter Sparten. Vorteilbringende Ideologien sind quasi Konglomerate von vorteilbringenden Irrtümern. Also so wie die Meme und die Memeplexe sich verhalten. Also die Memeplexe sind sozusagen ganze Gebäude von Memen, die von parasitären Memen zum Beispiel. Und genauso sind die vorteilbringenden Ideologien eigentlich so komplexe Gebilde aus vielen einzelnen vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten, sozusagen die vorteilbringende Ideologie zum Beispiel der Sozialsparten, der Bildungssparten, der anthroposophischen Waldorfpädagogiksparten, der Heilpraktikersparte und so weiter. Und deswegen Vorsicht, 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 ja. Und deswegen der Satz: Oh, ohne gute Experten geht deshalb gar nichts. Denn die Sache ist viel schwieriger, als man als Laie denken mag. Gute Absichten reichen nicht. Pragmatische technische Lösungen, die wirklich funktionieren und von den Massen auch akzeptiert werden können, sind der Stolperstein, über den die meisten stolpern. Wir stehen gerne als immer selbstkritische, selbsthinterfragende Experten zur Verfügung und hatten in einer simulierten Bundestagswahl 56% Wählerstimmen bekommen mit begeisterten Begründungen, was ich ja nochmal bestätigt hatte, gerade vor ein paar Wochen bei openpetition.de, wo unsere Gesundheitsreform wieder begeisterte Kommentare und Zustimmungen bekommen hatte von den Wählerinnen. Ja, von daher, also, ich fürchte, das reicht nicht. Also die Idee, also die Gemeinwohl-Lobby hat erkannt, man braucht Experten. Auch wenn unsere Empfehlung dann lautet: immer ganz vorsichtig umgehen mit Experten. Vorsicht, Experte.
Aber die Basis macht den großen Fehler und dass sie sagt, naja, dann verzichten wir doch gleich auf Experten. Damit verzichten sie aber auch auf die konkreten Lösungen und die technisch funktionieren können politischen Lösungen und machen sich damit dann wieder unwählbar für die Wählerinnen, denn denen reicht es nicht, wenn gute Absichten zum tausendsten Mal formuliert werden, aber man keine funktionieren könnende technische Lösung hat. Ja? Ja, und gerade haben wir ja die Situation, dass wir es eigentlich kapieren müssten. Gerade sind die Gesundheitssparten ja dabei und sind dabei, die halbe Welt zu zerstören. Und die Masse der Laien der Gesellschaft ist Opfer der vorteilbringenden Ideologien der Gesundheitssparten und läuft mit und ist Mitläufer des Ganzen, ja. Und ja, wie gesagt, und die Masse der Laien ist jetzt zum Lobbyisten wider Willen geworden und kämpft quasi für das, was ihr Leben ruiniert. Also der normale Bürger, der Mainstream-Bürger kämpft im Moment gerade für das, was sein Leben ruiniert. Er kämpft quasi für die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten. Er kämpft quasi für die Profite der Pharmaindustrie, der Impfindustrie, der Testindustrie und der Maskenindustrien und so weiter. Und weil er eben infiziert ist von den vorteilbringenden Irrtümern und vorteilbringenden Ideologien der Gesundheitssparten. Ja, und ich dachte, wir wollten das ändern. Aber wie gesagt, dazu braucht es die Fähigkeit, dass auch die Parteien sich selbst hinterfragen können, jedes Parteimitglied sich einem Selbsthinterfragungsprozess ausgesetzt wird, in dem diese Frage bei jeder Versammlung gestellt wird. Wo sind wir alle selbst noch Lobbyisten wider Willen, infiziert durch vorteilbringende Irrtümer und Ideologien bestimmter Sparten, bei der Gesundheitssparte, wehren wir uns im Moment gegen deren vorteilbringende Irrtümer, aber wehren wir uns auch in allen anderen Bereichen dagegen? Oder sind wir da dann auch wieder nur Mitläufer? Sind wir bezüglich der anderen Sparten der Gesellschaft, der noch gefährlicheren Sozialsparten, der Pädagogenbogensparten, der Heilpraktikersparten, Psycho, ja, wir haben ja die Eso-Spiro-Psycho-Scharlatan-Sparten, ja. Ja, denn das ist im Internet gerade wieder gesehen, ja, diese Eso-Spiro-Psycho-Quacksalber- und Scharlatan-Sparten, die zocken uns ja alle ab mit dem vorteilbringenden Irrtum. Und ich darf das sagen, weil ich darauf früher auch mal reingefallen bin und Opfer dieser Sparte war, nämlich meiner eigenen Sparte, bevor ich dann diese Tätigkeit niedergelegt habe, weil ich erkannt habe, dass es für alle Beteiligten schädlich ist, was wir da tun. Ja, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich jetzt auch wieder viel langsamer reden werde. Also, die Eso-Spiro-Psycho-Scharlatane zocken uns alle ab. Die sind voll von dem vorteilbringenden Irrtum, den sie auch oft selber glauben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie trotzdem abzocken, ja, ohne sich dessen bewusst zu sein. Nicht bewusst. Ja. Die bringen uns die Idee, wir könnten ohne mini-staatliche oder staatliche Lösungen irgendwie in uns plötzlich glückselig werden. Ja, das ist ja die Grundabzocke all dieser Scharlatane und Quacksalber. Ja, dass sie sagen, wir brauchen nur in deinem Gehirn irgendwelche Schalter durch irgendwelche Pseudotherapien umzulegen. Und dann plötzlich wird dein Leben glückselig und positiv und so weiter. Und dafür geben viele Leute viel Aufwand und viel Zeit und viel Geld aus sozusagen und werden damit das Opfer und die Scharlatane und Quacksalber verdienen.
Dabei gibt es nur eine einzige Technik, die funktionieren könnte, ein bisschen was erreichen könnte, aber auch nur dann, wenn sie ein Massenphänomen würde. Die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, weil das bedeuten würde, dass man die vorteilbringenden Irrtümer all der verschiedenen Sparten, die unser Gehirn infiziert haben, dass man die rauswirft. Und das macht sie aber nicht sofort glücklicher, weil das bedeutet erstmal gar nichts. Sie müssen jetzt dann auch noch auf Menschen treffen, die auch ihre Gehirne sozusagen befreit haben von den vorteilbringenden Irrtümern und Ideologien der verschiedenen Sparten. Ja? Sonst bringt das gar nichts, ja? Also, und das ist eine ganz große staatliche Aufgabe oder eine Aufgabe für Ministaaten oder Kommunenprojekte und so weiter. Und sonst geht das nicht. Zeig das mal gerade hier, ja? Also, wir haben also das Phänomen, dass wir hier haben wir einen wahrheitsorientierten Frühhändler und Früharzt und da den ersten aufgrund des Naturgesetzes von Mutation und Selektion sich irrenden Früharztes und Frühhändlers und der zum Beispiel sagt, oh Gott, hört endlich auf mit diesem vielen Geschmuse und Körperkontakt und diesem ewig langen Stillen, das ist ja schrecklich, ekelhaft, widerlich und so weiter. Und so wurden wir alle und kauft lieber stattdessen meine Medizinprodukte, denn die wahre Krankheitsursache sind die Mikroben, das winzigst Kleine, das ihr gar nicht sehen könnt. Das ist der eigentliche Killer und dabei wird die Frage natürlich verleugnet, warum wir keine Sensorik für das winzig Kleine haben. Eben die Begründung ist nämlich evolutionsbiologisch, wir haben keine Sensorik dafür, weil es für uns nicht relevant ist und nicht gefährlich ist. Ja, und aber der Früharzt glaubt wirklich seinen eigenen vorteilbringenden Irrtum, die Mikroben sind die einzige wichtige Krankheitsursache und so weiter. Es liegt nicht an der krankmachenden Ernährung, es liegt nicht am Bewegungsmangel, es liegt nicht am unnatürlichen Lebensstil, es liegt nicht am immunstärkenden, also am Fehlen von immunstärkenden Liebeskontakten, Körperkontakten und so weiter. Nein, es liegt nur daran, dass ihr nicht genügend Medikamente und sonstige Dinge gekauft habt, Impfungen gekauft habt gegen diese Mikroben, ne? Ja, und der Träger eines solchen Irrtums, der findet lauter Nachfolger hier, vier Urenkelkinder kann er ernähren, hier findet er lauter Schüler und ganze Universitätsfachbereiche werden gegründet, in denen seine vorteilbringenden Irrtümer doziert werden und verbreitet werden. Und so sind wir alle infiziert, die ganze Weltbevölkerung ist infiziert von all diesen Trägern von vorteilbringenden Irrtümern, all diesen Manipulateuren wider Willen, die also denen nicht bewusst ist, dass sie nichts anderes als Manipulateure und Gehirnwäscher sind, ja, Brainwasher sind. Ja, und von daher, also, jetzt wollte ich ja erklären, eben, wenn ich mich jetzt frei mache von all den vorteilbringenden Irrtümern in meinem Kopf, dann treffe ich auf eine Frau und die ist voll von den vorteilbringenden Irrtümern und ist total verklemmt, weil sie die vorteilbringende Ideologie, dass Körperkontakt was Ekliges, Schlechtes, Schmutziges oder Sonstiges ist und dass man damit sehr zurückhaltend sein sollte und sozusagen jahrelang überlegen sollte, ob man überhaupt Körperkontakt herstellt und so weiter. Ja, und dadurch kann ich nicht glücklich werden, egal wie gut ich die VIAT, die vorteilbringende Irrtümer oder Ideologien, Abbautherapie in meinem Kopf vollzogen hat, das müssen immer auch die anderen und Massen von anderen mitgezogen haben. Und von daher ist das so, diese Ideologien
Illusion, ich setze mich hin zum Beispiel und meditiere und dann werde ich glückselig, weil ich quasi der Natur ein Schnippchen schlage, ohne dass ich sozusagen das praktisch so lebe, wie es nötig ist, um meine Glückssensorik richtig ansprechen zu können, kann ich das einfach glückselig werden, ohne zum Beispiel, das ist ja die Illusion, ich könnte glückselig werden, auch ohne ein erfüllendes Sexleben zum Beispiel. Aber da ist die Evolution cleverer und schlauer als all diese Scharlatane, denn die hat das so gekoppelt, dass eben Glückseligkeit eben nur geht durch praktisches, reales Sex haben mit realen Menschen und so weiter. Und so ist leider unsere Genetik. Und die Evolution lässt sich da nicht austricksen durch irgendwelchen Eso-Spiro-Psycho-Quatsch und solche Sachen. Ja, das ist leider nicht möglich. Da ist unsere Genetik blockiert dagegen. Entweder echte Glücksquellen oder nichts. Ja. So, und dann gehe ich mal wieder hier zurück. Ja, dann lese ich mal weiter, so die Tagesthemen und Kurznachrichten davon. Ja, die Frage ist halt, also noch einmal abschließend zu dem vorherigen Thema, das ist also eine Illusion, alles könnte in der Person gewendet werden, durch Therapie und so weiter, ein Schalter im Kopf umgelegt werden und dann plötzlich ist es so, dass quasi die ganzen äußeren Glücksquellen gar nicht mehr nötig sind und nicht mehr gebraucht werden. Und das funktioniert eben nicht. Das ist eben nur Abzocke. Ja. Ja, und dann haben wir noch die Nachricht, ja, zum Beispiel gestern ist mir ja rausgerutscht sozusagen, dass die CDU wahrscheinlich aus Lobbyisten der Gesundheitssparten besteht oder der Gesundheitsspartler besteht und die Grünen überwiegend aus Lobbyisten der Sozialsparten besteht, der Sozialspartler besteht. Und dabei ist mir jetzt eingefallen, ja, Herr Spahn ist ja als Gesundheitsminister, ist er ja sozusagen irgendwie doch, glaube ich, sehr eng verbunden mit der Pharmaindustrie und so weiter. Und insofern passt das schon, dass die CDU wahrscheinlich sehr viele Lobbyisten der Gesundheitssparten in ihren eigenen Reihen hat, egal ob es sich um Lobbyisten widerwillen handelt, also die nur Opfer der Gehirnwäsche der Gesundheitsspartler sind, oder ob sie selbst sozusagen es sich um vorteilbringende Irrtümer der eigenen Sparte handelt, weil man selber mit dieser Sparte assoziiert ist und selber davon profitiert finanziell. Ja. Ja. Aber wie gesagt, bei den Neuparteien muss man sich auch die Frage stellen, was ist da mit den Lobbyisten innerhalb der Partei und vielleicht auch widerwillen Lobbyisten, nämlich mit den Waldorf-Pädagogik-Spartlern sozusagen, die sozusagen ihre vorteilbringenden Irrtümer und Ideologien einbringen. Was ist mit den Heilpraktikersparten in den Neuparteien, wie weit die dort versuchen, ihre vorteilbringenden Irrtümer auszubreiten und so weiter, ja? Also wir müssen immer über das Konzept Lobbyist wider Willen sprechen. Wir haben ja gestern gesprochen über das Konzept, das Stiftung-Warentest-Prinzip sozusagen. Ja, was war seit 400.000 Jahren unser Fehler? Ja, nochmal, um das abzuschließen mit dem Lobbyist wider Willen. Die Frage, die man sich selber stellen muss, ist immer nur auch als Parteimitglied, als die oberste Frage sich immer stellen muss, bin ich eventuell ein Sprachrohr für die vorteilbringenden Irrtümer und Ideologien bestimmter Sparten? Und darauf müssen sich die Parteimitglieder hinterfragen. Und das ist das Dilemma des Ganzen, sozusagen.
Ja, und jetzt noch mal kurz, was ist denn der Gesamtfehler? Das Gesamtfehler ist ja, dass wir das Stiftung-Warentest-Prinzip dachten nicht zu brauchen. Was ist die Stiftung-Warentest? Da ist es so, dass man zum Beispiel hier die Produkte, hier zum Beispiel die Medizinprodukte, untersuchen würde, so wie ein Kühlschrank, ja, wo man guckt, wie sieht das beim Preis-Leistungs-Verhältnis aus, was leistet der Kühlschrank, welchen Nutzen für uns Wählerinnen hat er und so weiter. Und im Idealfall besteht diese Stiftung Warentest aus unbestechlichen, korrumpierbaren Instanzen, idealerweise staatlich, mit Kriminalpolizei geschützt und mit den besten Experten für Tricks und so weiter überwacht und so weiter. Und dann kriegen wir wirklich die Wahrheit, wahre Empfehlungen und können uns dann aus der Rangliste aller Kühlschränke den zu uns gut passenden, mit dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis und der richtigen Größe und dem richtigen Gewicht raussuchen und dann kaufen wir. Können wir eine kompetente, wirkliche Kaufentscheidung tätigen? Nur haben wir gedacht, das bräuchten wir bei Politikern zum Beispiel nicht zu tun, dass wir bei Politikern nicht hingehen müssen und auch eine Stiftung-Warentest-Überprüfung deren Wirkung auf uns Wählerinnen zu untersuchen. Wir müssten also das Stiftung-Warentest-Konzept, wir haben nicht verstanden, dass wir das sofort hätten ausweiten müssen vor 400.000 Jahren auf alle gesellschaftlichen Sparten, besonders natürlich auch auf die Politiker, auf die Politikersparte. Weil dort eben sozusagen die Frage ist, zum Beispiel hätten wir die Bundesrepublik so konstruieren müssen, dass wir die 16 Bundesländer oder 8 Bundesländer, wenn man das reduzieren wollte, die Vielfalt, die 16 Bundesländer, dass man hätte gucken müssen, wie gut tut ein Ministerpräsident, zum Beispiel der CDU im Bundesland XY, den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten, eventuell den Langlebigkeitsdaten und den Wohlstandsdaten von uns Wählerinnen in diesem Bundesland. Und das hätte man öffentlich machen müssen, wie bei der Stiftung Warentest, volle Transparenz, so dass dann bei jeder Wahl die Wählerinnen sich diese Transparenzranglisten der Stiftung Warentest für Politiker durchgucken können und dann sehen können, na ja, überall, wo die Partei XY am Werke ist, sozusagen, da gehen die Wohlfühlstimmen in den Keller, da schadet man also dem Wohlfühlen von uns Wählerinnen. Also werde ich diese Partei auf keinen Fall wählen, sondern die Partei Z, wo die Wohlfühlstimmen oder Gesundheitsdaten und so weiter der Wählerinnen systematisch nach oben klettern, also sich positiv entwickeln. Und natürlich, wo natürlich alles untersucht worden ist, ob da nicht irgendjemand sozusagen lebenslänglich ins Gefängnis muss, weil er irgendwelche Drogen eingeschleust hatte. Ja, ein Politiker könnte ja das Wasser mit Drogen versetzen lassen, so dass er dann positive Wohlfühlstimmen bekommt. Und dagegen muss natürlich überall überwacht werden und kontrolliert werden. Und dann muss so jemand dann mit der besonderen Schwere, Feststellung der besonderen Schwere der Schuld auf Dauer ohne Chance jemals rauszukommen im Gefängnis landen, ne? Also wird das nicht geschehen und dann werden wir ehrliche Politiker haben, die alles tun, die die besten Experten zu Rate ziehen, also auch den Weltrat und die Next Scientists for Future, um Ihnen, liebe Wählerinnen, maximal gut dienen zu können, denn er weiß, wenn er auch nur eine Sekunde darauf verwendet, mit Lobbyisten und Konzernen zu sprechen, dann kann er ihnen nicht mehr optimal dienen und dann wird er nie wieder gewählt werden und seine Partei ist dann schneller, als er gucken kann, Geschichte, weil alle Wählerinnen sich für andere Parteien entscheiden. Ja, und genau das ist der Grundfehler, dass wir das nicht verstanden haben. Und deswegen, ich mache mal wieder einen Kurzschnelldurchlauf der ganzen Geschichte, also hier, ich gehe mal hier hin, so, wo ist es? Ja,
echte Experten untersuchen die letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums, der Evolution dieses Universums und sehen dann, aha, vor etwa 4 Millionen Jahren änderte sich das Sozialsystem des Menschen, vor 5 Millionen Jahren vielleicht sogar der aufrechte Gang fertiggestellt und so weiter. Und dann eben vor circa 400.000 Jahren haben wir Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung erfunden, aber nicht begriffen, dass wir zeitgleich sofort eine Stiftung Warentest für alles hätten einführen müssen, weil es nicht anders geht. Weil sonst das schlechte Tun profitabler ist, als das Gute zu tun. Und nur wenn die Stiftung Warentest die Leistung von Politikern, von Gesundheitsspartlern, von Bildungsspartlern, überall muss die Leistung im Sinne einer Stiftung Warentest, der Nutzen für uns Wählerinnen überwacht werden. Und wenn man das nicht tut, geht alles schief. Ne? Denn dann, ich gehe nochmal zurück hier, denn dann kommt es dazu, dass also der kooperative Anteil immer kleiner wird und der antikooperative, das schlechte Tun, immer größer wird aufgrund von nicht bewussten, vorteilbringenden Irrtümern und Ideologien, zum Beispiel der eigenen Sparte. Aber auch kriminelle Lügner können dann Beute machen, weil das System es hergibt, weil das Beutemachen würde nur durch eine funktionierende, überall wirkende Stiftung Warentest für alles verhindert werden. Und da habe ich ja hier schon die Grundproblematik geschildert. Und man könnte eben Steuerelemente, Messgrößen wie die Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve tatsächlich verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Man kann alle solche Messgrößen erwägen und diskutieren. Was man vielleicht unbedingt braucht, ist die Steuer- und Abgabenleistung, zum Beispiel der Absolventen von Bildungsdienstleistungen und so weiter. Ja, und dann, und dazu muss man aber auch eben erkennen, dass unsere Gesellschaft mittlerweile nach 400.000 Jahren so funktioniert, dass außenrum die gefräßigen Sparten sitzen, die mit ihren vorteilbringenden Irrtümern uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen, besonders hier die Gesundheitssparten, ganz besonders gefährlich, die Sozialsparten, ne, und so weiter, die Rüstungssparten und so weiter. Also jede Sparte sendet massenhaft vorteilbringende Irrtümer und Ideologien aus, unterzieht uns einer Gehirnwäsche und zum Beispiel die Sozialsparten unterziehen uns der Gehirnwäsche, dass wir denken, alle Menschen seien gleichermaßen Genies, alle Neugeborenen seien gleichermaßen Genies und dadurch machen wir dann eine völlig falsche Politik. Richtige Politik kann man nur machen, wenn man erkennt, die einen haben größere Gehirne, leistungsfähigere Gehirne und andere haben kleinere, weniger leistungsfähige Gehirne und wenn man zum Beispiel hier zu wenig Kinder bekommt und hier zu viel Kinder hat, und Menschen hat, dann geht ein Land pleite. Dann geht es kaputt. Wirtschaftlich ruiniert es sich. Ne? So, und dann haben wir hier, wie gesagt, der Mensch ist eigentlich ein Lebewesen von 120 Kommunenmitgliedern und das wurde, aber diese liebevolle, glückliche, soziale Gemeinschaft wurde natürlich zerstört, weil unser Wirtschaftssystem ohne Stiftung Warentest braucht eben unser Wirtschaftssystem den einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen, drogensüchtigen, medikamentensüchtigen Single, der eben sozusagen im Kaufen sein einziges Glück findet. Und das, ja, das ist das Dilemma und das liegt alles daran, weil wir gedacht haben, wir könnten ohne eine alle Sparten umfassenden echte staatliche Stiftung Warentest auskommen können. Ja, und einer der vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten ist auch der Hass auf unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige und Journalistenkönige. Nur mit ihnen gemeinsam können wir dieses Riesenproblem der Menschheit lösen. Und wir müssen auch aufpassen, zu den Sozialsparten gehören auch die NGOs und es besteht der dringende Verdacht, dass diese gefährlicher sind als alles andere, weil sie weltweit Unglück erzeugen müssen, um einen Grund zu haben, warum die Kunden weiterhin Gelder
an die NGOs spenden sollten. Ja, also Vorsicht, NGOs sind vielleicht die gefährlichsten Teile, vielleicht noch viel gefährlicher als die Arbeitsamtmitarbeiter, die ein großes, nicht bewusstes Interesse an Massen von Dauerarbeitslosen haben. Die NGOs haben eigentlich ein riesiges Interesse daran, dass es der ganzen Welt schlecht geht, weil sie dann wieder mehr Spendengelder kassieren können, von denen dann die Gelder für die Geschäftsführer abgezweigt werden und in deren Portemonnaie landen. Ja, und deswegen, wir müssen jetzt unbedingt die Wende kriegen, denn wir, Deutschland ist eben schon längst in der Phase des Gehirnschwundes, ja. Wir züchten im Moment quasi Menschen mit kleinen Gehirnen. Ja? Wir züchten quasi auf das Merkmal, je kleiner das Gehirn, desto mehr Nachkommen. Dadurch züchten wir in Richtung dieses Merkmales. Ja, und wie gesagt, wenn wir nicht in Kürze das Schicksal des Römischen Reiches, nämlich den Untergang Deutschlands erleben wollen, müssen wir sofort eine andere Politik machen. Ja? Ja, und vorsichtig mit den Ideologien und vorteilbringenden Irrtümern der links- und rechtskriminellen Verfassungsfeinde. Diese haben aufgrund ihrer kleinen Gehirne natürlich immer nur eine Lösung parat, Gewalt und Diktatur und Brutalität und so weiter. Das sind die sozusagen die ganz primitiven schon, ja. Vorsicht, also bitte nur hier hören. Bodenständige, vernünftige, naturwissenschaftliche Linke, Next Scientists for Future. Und man kann hier noch mit ein paar von den Konservativeren kann man vielleicht noch vernünftig diskutieren. Aber alles Diskussion muss hier stattfinden. Vergessen Sie diesen Bereich hier. Das ist sozusagen, sind Irrtümer von kleinen Gehirnen. Ne? Das kann man, können Sie vergessen. Ja, ja, dann schaue ich doch mal weiter hier. Hier haben wir nochmal Volksentscheid-Wahlprogramme. Wir haben ja diese 6 neuen Verfassungspunkte, die Machtbegrenzungskette aus 6 neuen Verfassungsvorschlägen, einer völlig neuen Verfassung, einer neuen demokratischen Verfassung. Zum Beispiel hier die Volksentscheid-Wahlprogramme, wo eben zum Beispiel unterschiedliche Vorschlagsgruppen von Gesundheitsreformen den Wählerinnen zur Auswahl vorgelegt werden, wo die Wählerinnen konsensieren können und auf keinen Fall dürfen Parteimitglieder konsensieren. Und hier haben wir zum Beispiel Reformen, 3 Vorschlagsgruppen für Presse, Radio, Fernsehen. Und das kann man ganz einfach technisch machen mit zum Beispiel Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden, wo die Wählerinnen nur alle 20 Jahre mal 3 Stunden ihrer Lebenszeit opfern müssen und dann kriegen wir sozusagen können wir per Volksentscheid, nämlich durch Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, sowohl neue Kandidaten hochwählen als auch Volksentscheide, die Themen für die nächsten Volksentscheide festlegen und die jetzigen Volksentscheide gültig als repräsentative Wählerstichproben gültig, endgültig entscheiden. Und das ist auch dann die einzige Form von Bürgerrat und Bürgerparlament, die sinnvoll ist. Alle anderen Formen kosten zu viel Zeit, rauben den Wählerinnen zu viel Arbeitszeit und sind zu ineffizient. Ja, ja, und dann hier nochmal, wichtig ist, dass wir aus der Biologie lernen, dass alles in der Evolution darum geht, möglichst viele Aussackungen unserer selbst, also das ist die Nabelschnur und dann sacken wir uns selbst aus in Form eines Babys sozusagen und damit transportieren wir uns selbst in die Zukunft, auch die Männer, nicht nur die Frauen, wir Männer und also genetischer Vater und genetische Mutter transportieren sich selber nur dann in die Zukunft durch solche Aussackungen ihrer selbst. Und dieser hochegoistische Akt der Mutter ist, dass sie sozusagen hier eine neue Nabelschnur herstellt zwischen Brustwarze und Lippen des Neugeborenen und dann eben in der Natur möglicherweise jahrelang das Baby stillt und damit einen höchst egoistischen Akt macht, denn sie sorgt dafür, dass sie selbst in der Zukunft in dieser Form dann noch vorhanden sein wird. Alles andere stirbt aus in der Evolution. Deswegen sind wir Bioroboter, die
die sozusagen nur ein Ziel haben, an möglichst viel Futter ranzukommen, denn wir müssen ja dieses Baby hier ernähren. Und wir müssen an möglichst gute Eizellen oder Samenzellen rankommen mit möglichst hochwertigen Genen, damit unser Kind dann auch gute Chancen hat, in der Zukunft, wir selber damit in der Zukunft auch in Form des Kindes wieder gute Chancen haben, wieder viele Aussackungen unserer selbst in die Zukunft hinein zu hinterlassen. Und wer dieses evolutionäre Grundgesetz nicht verstanden hat, das wird nichts. Und dann hier nochmal eine Absage an all diese Rassisten, Spinner und so weiter. Wir freuen uns über jede schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, die bereit ist, uns ihre guten Gene in den Genpool einzubringen, hier mit Männern, die schon lange hier leben, sozusagen Kinder in die Welt zu setzen, dadurch unseren Genpool zu befruchten, denn es gibt nichts Schlechteres für Gruppen, für biologische Gruppen als Reinrassigkeit, denn das führt zur genetischen Verarmung und führt dann zu Schäden und so weiter. Also ja, wir freuen uns darüber, aber wir wollen trotzdem keine Parallelgesellschaften. Wir wollen, dass diese Schwarzafrikanerin Teil unserer Gesellschaft wird und ihre Mischlingskinder und Mischlingsenkelkinder unsere Genetik positiv beeinflussen. Und insofern sind alle Rassisten auf dem Irrweg. Außerdem haben die Rassisten noch einen Irrweg. Sie übersehen ganz, dass sie selbst sozusagen die Blutschande in der eigenen Familie haben. Ja, bei den Nazis, Rassisten war es ja immer so, dass es dann eine Schande war, wenn man eher als Vorfahren irgendwelche Juden hatte. Ja, aber alle Nazis und alle Rechtsradikalen hatten als Vorfahren schwarzafrikanische Urgroßmütter und Urgroßväter, ja, denn vor 100.000 Jahren waren alle unsere Vorfahren, hatten alle unsere Vorfahren schwarze Haut und waren Schwarzafrikaner. Also hat auch jeder Rassist seine Blutschande in sich selber und es sollte sich klar sein, dass in ihm selber ein Schwarzafrikaner steckt und nichts anderes. Und damit ist das die endgültige Absage an jede Form des Rassismus. Und dann haben wir hier eben nochmal unsere neuen 6 Verfassungspunkte. Und wie gesagt, wenn wir könnten uns auch konzentrieren, einfach auf den Begriff, das Stiftung, Warentest, Prinzip auf alles in der Gesellschaft anzuwenden und dann zum Beispiel mit Hilfe der Messgröße der Wohlfühlstimme als neuer Wahlstimme, dann hätten wir mit einem Verfassungspunkt hätten wir dann eigentlich eine echte Basisdemokratie hergestellt und wir Wählerinnen hätten über alles das Sagen, ja? Und dann brauchen wir die ganzen anderen aufwendigen Verfassungspunkte nicht unbedingt. Aber natürlich kann man die trotzdem einführen. Ja, und jetzt frage ich mich, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, ich glaube, das war's. Ja, das war nochmal so der Schnellüberblick und ich fürchte, die Neuparteien setzen zu sehr auf die Laien, die voll sind von und die selber, die Laien, die alle sozusagen, ja, was sind die? Lobbyisten wider Willen sind bestimmter Sparten, denn die Laien sind oft noch viel durchmanipulierter als die Experten. Und diese Entscheidung gegen Experten und für die Laien bedeutet am Ende, dass die ganze Partei aus lauter Lobbyisten besteht. Und das kann nichts werden. Das bin ich gespannt, ob die Wähler das gut finden werden, die Wählerinnen. Ich fürchte nicht. Ja, tschüssi, bis bald. Heute Abend wieder viele Talk-Teilnahmen. Bin mal gespannt, wie es wird. Tschüssi, bis bald.